Das nehmen wir noch mit. Hauptsache, ich habe erstmal gelesen. Ich wette, Svenja brennt ihre Kinder und war dann so verwirrt, dass ich nochmal lesen musste. Und dann fiel mir auf, okay, da steht zum Glück nicht brennt. Da möchte ich eigentlich ganz gerne rein. Wäre das möglich? Hi. Mag mir jetzt jemand mal wirklich aus vertrauenserweckender Quelle sagen, in welches Loch ich springen muss? Links oder rechts? Ich vergesse es nämlich jedes Mal. Warum habe ich jetzt eigentlich Body Slam gemacht? Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Chip kauft sich 20 Hamster. Das ist bestimmt die Nachricht dazu. In das linke. Okay. Dann nehmen wir mal das linke. Keine 20 Hamster? Oh. Dann halt doch schwanger. Oder so. So. Yaru, dankeschön fürs Subscriben und viel Spaß mit unseren Emotes. Ah, I see. Aber es ist trotzdem quasi ein Troll, sag ich mal. Das ist schon witzig. Was haben wir jetzt hier noch eigentlich? Okay. Soku hat gesagt, in das linke. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man da runterfallen muss. So. Also ich erinnere mich daran, als wir unseren Familien gesagt haben, dass wir uns verlobt haben. Also meine Mutter habe ich angerufen. Also nachdem wir uns quasi verlobt haben, habe ich, nachdem ich mich davon erholt hatte, von der Aufregung meine Mutter angerufen und habe ihr dann das Foto geschickt von dem Ring und dann haben wir kurz drüber gesprochen und sie hat sich halt voll gefreut und so. Also die war da voll happy. Ich habe ihr das erzählt. Und dann hat sie das Foto meinem Vater gezeigt auf WhatsApp und er nur so, ja, was ist das denn? Richtig so ganz trocken einfach. Also das war eigentlich, ja, typisch Eltern, haben sich gefreut. Nur ich wollte meiner Mutter das auch einfach sofort sagen und meine Mutter auch immer gerne alle Infos sofort hat. Und ich glaube, Jans Familie haben wir erst ein bisschen später gesehen. Da sind wir dahin, da waren dann Jans Eltern, Geschwister und Großeltern, glaube ich, an dem Tag da. Und ich weiß nicht mal ganz genau, wie alle reagiert haben, aber ich weiß, Jans Oma hat sich riesig gefreut. Also total, die war total happy, das konntest du ja richtig ansehen. Und die beste Reaktion hat, glaube ich, Jans Vater gehabt. Weißt du, wir sagen das so und auch den Ring dann gezeigt und so. Und er guckt uns nur so an. Auch so, Gesichtsausdruck hat sich nicht verändert, nur so, jetzt echt? Ich denke mir so, hä, was ist das für eine Scheißreaktion? Nee, ich tu nur so. Ich habe mir nur gedacht, du kannst, Schwiegerpapi, du kannst dich ruhig mal ein bisschen freuen, du Sack. Also, ich meine, sie haben sich auch alle letztendlich gefreut. Aber irgendwie, also Jans Eltern haben das nicht wirklich gezeigt. Die waren eigentlich beide schon ziemlich Fun-Genier. Ich glaube, die haben das irgendwie erst später so wirklich mal realisiert. Oder die haben sich gedacht, scheiße, die werden wir jetzt nicht mehr los, die Olle. Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe Sky und Gracie am gleichen Abend noch geschrieben. Meine ich. So von wegen, es ist was passiert. Irgendwie so. Kai war bestimmt auch total Fun-Genier. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen.
Ja, also ich glaube, Gracie war sehr happy, aber ich glaube, sie hat es dann auch schon kommen sehen aus dem Kontext heraus. Und wie gesagt, Kai war voll Fun-Genier. Oder so. Da ist mein Surfer. Aber ich weiß nicht, wenn du ein gutes Verhältnis hast zu dem Partner deines Sohnes, deiner Tochter, dann freut man sich doch auch einfach, wenn heißt, hey, wir heiraten. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ein Schock ist, keine Ahnung. Bin ja mal echt gespannt, wenn ich irgendwann mal schwanger sein sollte, was ich jetzt nicht bin, wie dann die Leute darauf reagieren. Ich glaube, da ist der Schock nämlich tatsächlich noch größer, weil das schon nochmal eine Nummer größer ist als heiraten. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ey, wenn mein Schwiegervater dann wieder so Fun-Genier ist, ne? Ich habe Blizzard gefunden, aber es geht immer daneben. Tür auf. Und dann einmal außen rum, dann sind wir sogar schon fast ganz durch. War hier nicht auch noch irgendwo ein Trainer? Ja, da. Hattest du einen Elektroball? Nee, Mangetilo, egal. Nah genug dran. Und was habt ihr jetzt heute Abend noch so vor? Oder allgemein am Wochenende? Also ich streame ja offensichtlicherweise das ganze Wochenende durch. Also heute ja und morgen und übermorgen auch nochmal. Aber ansonsten... Steht sonst noch irgendwas an? Ja, am Sonntag kriegen wir Besuch von meinen Eltern. Und wenn das Wetter halbwegs mitspielt, dann gehen wir nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Eigentlich hieß es, wenn das Wetter gut ist, gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Und wenn nicht, dann kommen wir halt nicht. Und eigentlich haben wir, glaube ich, für Sonntag irgendwie 98% Regenwahrscheinlichkeit gehabt. Habe ich meine Mutter auch gesagt und sie so, ach scheiß drauf, wir kommen trotzdem vorbei. Okay. Das lässt sich meine Mutter doch nicht entgehen, dass sie mich besuchen kommen kann. Da. Arbeiten. Oh. Shiny Hunden, Zeichnen, Zocken, Arbeiten, Zocken, Hausaufgaben. Also so einige von euch haben es echt gut getroffen. Viel Erfolg beim Shiny Hunden übrigens. Nein, Leo, keine Erholung für dich. Du bist Mod, du musst arbeiten. Aber manche von euch haben echt viel zu tun. Nachher Sui schauen, ja, das streamt bestimmt heute auch noch, oder? Aber das streamt meistens... Eher ein bisschen später aktuell, habe ich so das Gefühl. Morgen zum Weihnachtsmarkt, dann viel Spaß schon mal. Und ich hoffe, das Wetter spielt auch mit. Musste ich die Tür aufmachen? Bin ich sicher. Ich habe ja noch nie was geschrieben, obwohl ich die Community schon seit Jahren verfolge. Dachte mir, der Sub wäre als kleiner Einstieg und Unterstützung ganz passend. Oh, das ist schön, das freut mich. Ich meine, es ist ja auch nicht dramatisch, wenn du schon länger zuschaust und nie was geschrieben hast, weil du entweder nebenbei beschäftigt warst oder einfach, naja, nicht wolltest. Ist ja auch okay, ist ja nicht jedermanns Ding. Oder dich nicht getraut hast. Aber hier sind auf jeden Fall immer alle lieb. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du viel Spaß im Chat hast. Und auch mit den Emotes. Ich habe gehört, die sind nämlich schon ganz hübsch. So, was habe ich hier für eine TM bekommen eigentlich? War das Solarstrahl oder so? Jawohl. Dann würde ich gerne einmal rausgehen. Ich war heute mit meinen Eltern gerade vor dem Stream auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Echt? Da warst du ja gar nicht so weit weg von mir. Hättest du mal vorbeikommen können und Kuchen mitbringen können. Aber ja, warm anziehen ist aktuell sowieso immer eine gute Idee. Vor allem auch, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht was essen möchtet, auf jeden Fall Handschuhe anziehen, dass euch die Hände dabei nicht abfrieren. Oh, Chip, das ist ja irgendwie süß, oder?
Also nicht der erste Teil, der zweite Teil. So. Pyro. Kai hat auch noch 43. Und warum ist Eve eigentlich immer vom Level her mit am niedrigsten? Warum passiert mir das irgendwie dauernd? Gut, Leo geht dann natürlich auch ziemlich gut durch, aber lassen wir die anderen erstmal ein bisschen was machen. Einfach Kuchen an die Packstation schicken. Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, wenn mir Leute tatsächlich irgendwie was Essbares schicken und nicht dabei steht, was es ist, dann esse ich das auch meistens nicht, weil ihr mir ja da wer weiß, was untermischen könntet. Aber ja. Achso, ich kann einfach rein. Aber Kuchen ist trotzdem immer schön. Kann ich auch direkt gegen euch eigentlich kämpfen? Nee. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Das wäre vom Prinzip her tatsächlich mal schlau gewesen, wenn man nicht mehr raus könnte. Aber du kannst doch einfach alle Trainer machen und dich heilen gehen. Die Sache ist, ich komme immer so blöd dabei vor, egal ob jetzt in Illumina oder hier, die Fragen bewusst falsch zu beantworten, um gegen die Trainer kämpfen zu können. Ich komme mir einfach immer dumm vor, aber ich will halt gegen die Trainer kämpfen. Und die Frage fand ich als Kind übrigens auch fies. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Raupi entwickelt sich zu Safcon. Aber es entwickelt sich irgendwann schon zu Smetbo, so ist es ja nicht. Das ist sogar richtig. Das ist so die Frage. Je nachdem, wie man das jetzt sieht. Eigentlich entwickelt sich Raupi ja nicht zu Smetbo. Nur irgendwann. Schön, ich will aber trotzdem kämpfen. Ha, man kann trotzdem beides machen. Praktisch. Aber die Frage fand ich damals tatsächlich schon irgendwie blöd. Alles kaputt beißen. Rupix ist irgendwie auch einfach komplett einfarbig in dieser Gen. Okay. Ich muss mal gucken, was ich nach dem Stream noch so mache. Vielleicht baue ich wieder ein paar Gehege in Planet Zoo. Mal gucken. Wobei ich das Spiel an einer Stelle schon verglitscht habe irgendwie. Das ist interessant. Nämlich an einer Stelle in meinem Zoo habe ich eine Mauer gebaut. Und die Mauer ist auch richtig gebaut. Die ist überall angedockt. Die ist auch wirklich komplett fit. Also die nutzen sich auch ab, die Mauern, irgendwann. Also da ist alles richtig, aber da können Tiere durchlaufen durch die Wand. Durch die Betonwand. Hä? Ich habe mich voll gewundert, irgendwann plötzlich so, ja, dein Tier ist angekommen. So, hä? Was? Wieso? Guck mir das so an. Glitscht der V einfach durch die Mauer durch. Frag mich nicht. Guten Abend, Schnabeltier. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ich könnte dein Gehalt erhöhen. Kai? Nein? Ich bitte dich. Mal gucken. Und noch irgendwas gleich essen nach dem Stream. Ich meine, Schokolade hätte ich genug, aber ich kann mich nicht den ganzen Tag von Schokolade ernähren. Oh, ich habe mittlerweile einige Tiere in meinem Zoo. Ich habe rote Pandas und Pfaue, ganz viele. Flamingos. Dann habe ich Spießböcke. Ich habe indische Elefanten. Ich habe große Pandas. Die liebe ich ja sowieso total. Dann habe ich Okapis. Irgendeine Affenart. Ich kenne mich da nicht so aus. Riesenschildkröten. Meeraffen. Schuppentiere. Und Tapire. Ja. Irgendwie so. Kai bekommt Gehalt. Fun Fact, ich habe tatsächlich in Planet Zoo einen Tierpfleger namens Kai.
Man kann die auch wirklich benennen. Also du kannst ja alle Angestellten benennen und alle Tiere. Das mache ich aber nicht. Ich habe die ganzen vorgefertigten Namen. Und ich habe wirklich per Zufall einen Tierpfleger bekommen, der von sich aus einfach Kai hieß. Kai Kang übrigens. Also Kai ist der Vorname und Kang ist der Nachname. Der ist für meine Riesenschildkröten zuständig. Und da bekommt er natürlich auch Gehalt. Als Mod doch nicht, Leute. Ich liebe das Spiel. Ich mag das auch voll gerne. Ich weiß nicht, wie 20 Stunden oder so. Aber ich spiele es eigentlich eher zum Aufbauen. Also nicht zum Wirtschaften. Ich will nicht wirtschaften. Ich will einfach ganz viele coole Gehege bauen. Deswegen, joa. Ah, hier. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Gibt schon mittlerweile recht viele. So ist das nicht. Ja, ich spiele auch Sandbox. Oder Sandkasten oder wie auch immer. Weil klar ist auch ganz cool, die Kampagnen zu machen, wo du wirklich was Vorgefertigtes hast, mit dem du arbeiten musst. Oder auch wenn du halt dir was aufbaust und dann so ein bisschen wirtschaften musst und so. Mache ich ja in Anno zum Beispiel auch. Das spiele ich ja auch ganz gerne. Nur Anno ist halt echt ja eigentlich so wirtschaften und eine Stadt aufbauen. Und selbst in Anno sitze ich da. Da noch ein Bäumchen und da noch ein Blümchen. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, Parks zu bauen in Anno, als zu wirtschaften. Deswegen, bei Planet Zoo möchte ich einfach nur bauen. Ich kann zwar nicht, also ich bin jetzt niemand, der wirklich riesige Paläste eigenständig baut oder das Terrain wirklich komplett verändert mit Bergen und Felsen und so. Also mein Zoo ist sehr klassisch gehalten. Aber egal, nicht so schlimm. Ich habe ein Vivarium mit Schnecken. Ich habe gar keine, weil das Problem ist, wenn ich in den Handelsbildschirm damit gehe, dann sind da auch immer Riesenspinnen und die will ich nicht sehen. Deswegen habe ich keine. Mein Zoo kriegt keine Käfer und Kriechtiere. Ich habe ja auch früher immer Zoo Tycoon und Rollercoaster Tycoon gespielt. Bei mir ist aber halt vieles klar. Ich mache dann auch erhöhte Wege, dass man quasi von oben ins Gehege gucken kann oder dass man ins Gehege so ein bisschen rein kann und so. Aber ich mache jetzt nichts, wo ich 5 Stunden an einem Gehege sitze, weil ich da, weiß ich nicht, einen halben Palast baue. Das nicht. Also das kann Gracie vielleicht machen, wenn ich mir angeguckt habe, was sie in Sims teilweise für Villen gebaut hat, aber sonst. So, entwickelt sich Quapsel 3-mal. 1, 2, alternativ 2. Nein! Nein, ich gehe nicht weiter. Ich will den Knirps hier auch noch mitnehmen. Dann lass mich das Spiel spielen! Kann Silvester? Eventuell, wenn du möchtest. Ja, aber Quaxo ist ja nicht so, dass sich Quappo dann nochmal zu Quaxo entwickelt. Es ist ja Quapsel zu Quapuzzi ist einmal und dann entweder zu Quaxo oder zu Quappo 2-mal. Deswegen, also nicht wirklich. Kann man jetzt sehen, wie man will. Es hat potenziell halt 3 Entwicklungen, aber. Wie man es jetzt auslegen möchte. Gracie, ich erinnere mich, als ihr das letzte Mal hier wart, also jetzt nicht letztes Wochenende davor, saßt du an meinem PC und hast Minispiele in Hamtaro Rainbow Rescue gespielt und dich mit Kai gebettelt, wer mehr Punkte holt. So abwegig fände ich das gar nicht. Ich habe da ein Beweisfoto von. Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Donner? Wäre es nicht eher Elektroattacken? Hi. Wenn, dann nehmen wir alle Trainer mit. Wie sich das gehört. Dann können wir quasi beim nächsten Mal noch die restliche Wasserroute machen. Das ist ein interessanter Sprite. Da sind ja, glaube ich, auch noch ein paar Trainerchen. Dann die Arena von Vertania. Was ist das denn für eine Animation? Okay, die Animation hat mich schon verstört, dass er da plötzlich 3 Steinchen hatte, aber der Sound dazu, das war irgendwie so ein Eisstrahl oder was auch immer, was das war. Aber kein Steinhakel.
Nee, die Arena, die Siegesstraße und die Pokémon-Liga. Sind wir am nächsten Mal durch. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja, potenziell. Ich glaube, wir sind aber fast da. Der Sound war super. Den habe ich irgendwie auch nicht erwartet. Jetzt muss ich den Steinhagel mir auch nochmal anhören, kurz. Das hat mich gerade sehr irritiert. Das ist schon so ein halber Hyperstrahl, oder? Okay. Ich glaube, ich habe Steinhagel in dieser Gen nie benutzt. Das klingt so unglaublich brutal. Aber okay, kein Mitleid. Oh, Hauke ist heute wieder ganz keckig unterwegs. Finde ich gut. Einer noch. Ist das die Froschattacke? Sie sollten wirklich mal eine Froschattacke machen. Ich will das sehen. Und du hast... Der Avocado gab es ja auch im Sonderangebot. Quark. Es tut mir leid, ich finde diese Attacke gerade einfach viel zu witzig. Ich weiß gar nicht, mit was Pyro anfängt, aber okay. Ich stelle gleich einfach mal Kai nach vorne und guck, was passiert. Einfach, um noch mehr Steinhagel machen zu können. Aber kennt ihr das auch in Spielen? Ich mache das in Tales nämlich auch gerne, dass ich oftmals einfach Mystic Arts einsetze, obwohl ich sie gar nicht brauche, einfach weil ich sie mir angucken möchte. Und so ist das hier auch. Moment, ich gucke eben direkt nach, bevor ich es vergesse. Ich musste euch nur kurz den Ingame-Sound klauen. I'm sorry. Ob da nämlich was beisteht. Ach, schön. Wolfman schreibt nämlich, habe ich da Geld gelesen? Offensichtlicherweise ja, es sollte öfter jemand Geld in den Chat schreiben, wenn das so gut funktioniert. Dankeschön auf jeden Fall, das ist voll lieb von dir. Das kam jetzt vor allen Dingen so aus dem Nichts irgendwie, weil ich dich auch vorher gar nicht im Chat gesehen hatte. So, das hatte mich irgendwie... Warum sieht Pyro so seltsam aus? Voll überrascht in dem Moment. Aber Dankeschön auf jeden Fall. Davon muss ich mir jetzt erstmal Schoko-Weihnachtsmänner kaufen. Die Sache ist, ich möchte ja immer noch ein neues Handy haben, weil meins halt schon uralt ist und so langsam mal das echt nicht schlecht wäre. Aber ich bin da irgendwie zu geizig für. Aber eigentlich mit Weihnachtsgeld und das, was noch in der Stream Week gesammelt wurde, was da noch übrig blieb, könnte ich mir das ja eigentlich mal gönnen, aber vielleicht dann vom Weihnachten, also vom Weihnachtsgeld meiner Eltern, so. Nicht vom Arbeitsweihnachtsgeld. Dann kann ich das von gerade ja auch einfach dafür mit reinfließen lassen. Definiere uralt. Naja, es gibt mittlerweile das Galaxy S10 und ich habe das S5. Das klingt jetzt nicht unbedingt so neu, oder? Wenn ihr zu viel spendet, gibt Makoros ein sonderbares Geschenk. Ja, dann, wenn ihr auf dem Japantag seid, dann kackt euch Jan vor die Füße. Ist doch okay, oder nicht? Ja. Das Telefon muss erst blutend auf dem Boden liegen. Um Gottes Willen. Na, mal gucken. Die Sache ist, wenn ich mir halt so ein bisschen größere Sachen kaufe, die halt nicht mal eben 20 Euro kosten, sondern die halt wirklich auch mal dreistellig sind, ne? Dann überlege ich mir das halt schon doppelt und dreifach. Also. Nee, man muss auch nicht jedes Jahr das neueste Handy haben. Mein Zug sieht auch
Ohne Probleme, ich benutze das eh nicht so oft. So, zwei Arenen haben wir heute schon geschafft. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Ich weiß gar nicht, ob ich welche dabei habe. Er könnte auch Apotheker sein mit dem Kittel. Ich habe jetzt auch gar nicht gelevelt vorher. Naja. Ich finde halt einfach, bei manchen Investitionen muss man sich auch einfach Gedanken machen. Ich meine, auch wenn man sich einen neuen PC anschafft oder so. Da macht man ja auch nicht einfach spontan von jetzt auf gleich. Da passt schon. Bestimmt. Guck mal, Kai macht schon mal guten Schaden. Mal gucken, ob Kai gleich guten Schaden an sich oder an dem Vulnona macht. Los, Kai! Wenn du Brot willst, dann musst du das Vulnona treffen. Naja, er kam durch die Verwirrung durch. Aber getroffen hat er es trotzdem nicht. Komm, zweite Chance, Kai. Für dein... Oh! Okay, Kai brauchte nur ein bisschen Anlaufzeit. Aber Kai möchte gerne sein Brot. Ist okay. Da du jetzt nicht mehr verwirrt bist, kannst du gerne auch noch ein Momentchen drin bleiben. Naja, Kevich, wenn man es hat, why not? Level 50. Ich meine, sowas wie eine Switch oder so haben wir uns dann ja auch direkt zu Release gegönnt. Zweimal. Aber man muss auch Prioritäten setzen. Die Switch war mir auch wichtiger als ein neues Handy. Da habe ich meistens mehr von. Was hat das Galoppa eigentlich eingesetzt? Irgendwie hat es mir nichts getan. Okay. Und du hast jetzt 54. Jawohl, das zweite ist aber eigentlich ganz schick. Ich meine, so ein Handy ist natürlich einfach praktisch zum Kommunizieren, aber ich telefoniere damit eh fast nie. Autsch. Also ich nutze halt, ne, WhatsApp, um mit Leuten zu schreiben. Überwiegend mit Jan, wenn er unterwegs ist, dann halt mit meinen Eltern oder so. Oder Arbeit oder was weiß ich. Twitter auf dem Handy. Discord auf dem Handy. Also eigentlich benutze ich es einfach nur, um in Kontakt zu bleiben, aber weiß nicht. Ist halt für unterwegs sehr praktisch, ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich dauerhaft am Handy sitze. Eigentlich gar nicht. Kai, du hast dich echt gut geschlagen in der Arena. Du hast mehr gemacht als Eve. Eve ist nämlich einfach nur abgekratzt. Okay. Ich hatte mich ja schon gewundert, warum der Feuersturm so viel Schaden macht, aber okay. Es war auch ein Crit. Ich meine, ja, Speckschicht gibt's hier noch nicht, aber ich dachte mir, wird ja wohl locker einen tanken. Es ist ja ein Relaxo. Aber da konnte Eve leider auch nichts mehr machen. Och, Leo. Also das bisschen hättest du jetzt auch noch machen können, oder? Die Sache ist, er dürfte ja eigentlich gar nicht mehr so viele Feuerstürme haben. Und er dürfte jetzt auch nicht unbedingt immer damit treffen. Ist die andere Sache. Dann kann ich ihn vielleicht gleich mal killen. Ich glaube nur, dass Akani vermutlich schneller sein wird als meine kleine Robbe hier. Akani ist einfach zu cool, um mich anzugucken, glaube ich. Aber irgendwie finde ich den Sprite schon ganz schick. Nur ich glaube, wenn man... Warum heilst du jetzt? Wenn man sich das dann von hinten anguckt, müsste es ja eigentlich den Trainer angucken. Ich glaube, das tut es nur nicht. Also ich glaube, Front- und Backsprite passen nicht so gut zusammen. Hä? Du spammst die ganze Zeit Feuersturm. Und jetzt machst du plötzlich... Gibst plötzlich einen Supertrank und machst dann... Reflektor? Die Taktik ist mir zu hoch. Die habe ich nicht durchschaut. Aber ist okay. Mein Feuer ist erloschen. Ja, das war doch eigentlich ganz okay. Also Kai hat echt viel gemacht.
Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Ah ja. Und ich bekomme noch Feuersturm vermutlich. Ich hätte gerne Flammenwurf bekommen, aber leider nicht. Clutexo und Ponita sind dafür prädestiniert. Warum nicht Glurak und Galoppa? Und warum, wenn sie schon die ersten Entwicklungen nehmen, nicht Glumanda statt Clutexo? Aber okay. Prädestiniert ist übrigens auch wieder so ein Wort, was ich als Kind mit Sicherheit nicht verstanden habe. Aber gut, drei Arenen an einem Tag. Wäre das hier Gold, Silber, Kristall, hätte ich mit Sicherheit noch mehr Arenen an einem Tag geschafft. Also da kannst du auch locker mal 4-5 Arenen machen in Kanto. Alle Orden? Nicht so ganz. Einer fehlt da noch. Aber den holen wir uns beim nächsten Mal dann. Streamen wir jetzt auch schon wieder 3 Stunden. Und ich glaube, hier ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Können wir beim nächsten Mal, wie gesagt, den Rest vom Spiel machen. Wird das Team jetzt vielleicht nochmal... stelle ich das nochmal um? Also für die Pokémon-Liga natürlich auf jeden Fall. Vielleicht auch jetzt wirklich nochmal für die Route, die Arena und die Siegesstraße noch einmal umstellen und dann für die Pokémon-Liga. Dann haben wir, glaube ich, gut durchgeswitcht auf jeden Fall. Dass jeder mal so ein bisschen was machen konnte. Eve, du bist immer ein Level unter den anderen. Ich weiß nicht wieso, Eve macht eigentlich immer voll viel, aber vielleicht levelt es einfach langsam. Man weiß es nicht. Aber wir haben gut was geschafft. Wir haben heute ein bisschen was erkundet mit der Wasserroute und den Seeschauminseln und sogar 3 Arenen geklatscht. Und das Pokémon-Haus, aber das war gar nicht so lang. Es kam mir als Kind viel länger vor. Also ich glaube, es ist eigentlich eine echt gute Bilanz und ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die 3 Stunden um waren, ehrlich gesagt. Es kommt mir vor, als wären wir gerade erst bei Sabrina gewesen. Ist aber, glaube ich, auch ein gutes Zeichen.